Hallo und herzlich willkommen, meine kleinen Freunde, bei diesem neuen Part, man geht man Saisons. Habt ihr das letzten Part gesehen, ja? Es war ein dreckiger Part. Also es war echt beschissen, wie der Typ mich da ausgezogen hat, wie der mich da nass gemacht hat, wie der mich da umgebracht hat, wie der mich da weggemitzelt hat. Ja, ich habe 5-1 verloren, was soll man machen? Ich hoffe, es wird jetzt anders sein, ja, mit diesem Part. Wie gesagt, ich benutze jetzt wieder beide Hände. Und ja, mit dabei ist auch heute wieder, beziehungsweise jetzt in diesem Part wieder der Henrik. Hallo, Henrik. Hallo. Na? Ja, der zockt ein wenig FIFA, ja? Ja. Den guten Ultimate Team. So, gute Ware. Jetzt wollen wir aber trotzdem hier das noch zu Ende bringen. Und ich habe mir gedacht, entgegen ganzen Pennern, ich nehme jetzt auch einfach mal... Ja, wann nehmen wir den mit? Nehmen wir doch mal Real. Jetzt werden einige vielleicht sagen, ja, nehme auch Barca, aber ich nehme einfach mal Real, okay? Okay. Gönn dir. Gönn ich mir auch mal. Ich nehme trotzdem meine individuelle hier. Und pack den Ronaldo einfach mal nach vorne. Und den Benzema möchte ich nicht. Für den packe ich, oder wen soll ich da? Soll ich. Ich bin mir nicht sicher. Nee, weißt du was? Den packe ich doch da hin. Den Ronaldo packe ich doch hier hin. So, packen. Ja, pff. Oder wen soll ich da? Oder nee, Higuain packe ich noch rein. Für diese. Ist ein guter Mann, sehr guter Mann, aber ein bisschen Variation brauche ich ja auch hier. Higuain, Benzema und Khedira ist nicht gerade der schnellste. Ich pack die Maria da einfach hin. Ich setze jetzt mal ein bisschen auf Schnelligkeit. So, ja, los geht's. Suchen wir doch mal einen kleinen Gegner. Und ich werde mich nicht wundern, wenn ich jetzt auch Real kriege. Weil die so oft, also ich glaube, Barca nimmt, weiß ich nicht so viele auf jeden Fall wie Real. Bam, haut Benzema rein. Benzema heißt der, ne? Ja, Digga. Klar. So. Wen kriegen wir? David Klos früher. So, wir kriegen jetzt Spanien. Ach so, ja. So hoher Druck passt wieder. So gar nicht schlecht. Die sind auch ganz schlecht eigentlich. Ja, voll so, Ronaldo hier. Mal ein bisschen Skill hier. Nee, das war nicht, das war kein Skill. Das auch nicht wirklich, aber naja. Was ist das denn für eine Scheiße? Und genau das hat gerade gepasst. Nein! Da renne ich einfach am Ball vorbei. Mann, der will eh reinflanken. Was soll denn sonst machen? Oh, ey, drüber. Ich dachte gerade, ey. Jungs, hier. Voll der Guck mal, bei mir ist Cassius beschissen. Schon wieder so ein frühes Tor in der 5. Das ist doch lächerlich. Dreckiger Piqué, ey. Ey, Jungs, ich zieh jetzt mal an. Jetzt kennt ihr mich mal. Pass auf. Gib den Ball her, Freundchen. Reno, was bei dir los, Mann? Gelbe Karte. Ey, Khedira stirbt erstmal fast hier. Khedira, Mann, der kann sterben. Hallo, süßer Khedira, ich liebe dich. No, Momo. Was ist mit dir los, Digga? Alles klar? Ja, gut. Spiel in der Nacht, ne? Ja, Higuain, gönn dir mal einen Schlenzer. Schlenz dir mal einen Gönner, bist du beschissen? Ja. Immer blockt mich jemand, immer. So, Ronaldo, gönn dir mal einen Schlenzer, mein Freund. Oh, was ist das denn? Der soll reingehen, nicht drüber. Spinnst du eigentlich? Sorry, Ronaldo, aber das war echt low, mein Freund. Oh Gott, Mann, was ist das? Nein. Jetzt setzt er auch noch hier. Ach, meine Digge. Muss auch mal reinmachen hier, ne? Kleine Gomez. Ja, ne? Vielleicht denken die wir Leute, die gerade einschalten, mittendrin einfach mal reinklicken. Ja, wir zocken nicht gegeneinander. Der Handy ist nur mein Gast hier. Genau. That's right. Ja, so sieht's aus. Jetzt habe ich auch mal den dreckigen Pepe. Kann der bei mir auch mal. Oh, der hat den Ball abgefangen. Der ob das nun so schwer war, den abzufangen, das weiß ich noch nicht. Immer dieser Scheiß. Renn hin. Oh, eine Resident Raucherlet. Without you. Ich mache immer das Gleiche, ich bin so dumm gerade, aber egal. Gönn dir doch. Was? Was? Unglaublich. Ronaldo sackt in sich zusammen. Verreckt fast in einem Herzinfarkt. Der Sack. Ja, der alte. Der alte Opa. Der Opa-Youngster. Hot, hot summer.
Ja, sehe ich genauso. Kennt sich bei uns Morrows. gerade einer ist, ne? Klar. Wer Doch kennt's von nicht? Morrows, oder? Ja. Gut. Hansana, Hansana. Ja, ich glaube so. Singstunde von Fritzkes. Was ist das Gaming. denn? Ja. Bitte nicht. Du bist so kacke. Passiert ist bei mir so schlecht. Wieso suche ich mir das aus, wo die richtig Low-Gegner da sind? Wenn ich steig eh wieder nicht auf. Ey, ohne Scheiß, wenn ich es diesmal wieder nicht aufsteige, dann bin ich einfach zu low, aber. Aber ich denke, gibt es keine Fortsetzung dieses dreckigen Modes. Nee, ehrlich, also das ist mir beschissen hier. Das ist. Das ist echt beschissen dir. Ey Junge, ich wusste das doch genau. Ich hab doch sofort entgegengesteuert. Alter. Johannes Goethe, Alter. Ohne Johannes Scheiß. Johannes Wiekerner, Alter. Ne, den netten Jungen meine ich nicht. Ja, boah. Okay. Shake. Oh, der Singer, Digga. Oh, der Singer bin ich. Ja, ne? Und immer diese Fehlpässe, ey. Das ist so bescheiden. Bescheidene Muschis. Das ist doch beschissen, Alter. Ehrlich jetzt. Du vergisst, glaube ich, dass wir aufnehmen. Wir müssen ein bisschen, ja, Kontenance bewahren hier, ne? Ja, was ist das denn? Du bist doch scheiße, Mann, ehrlich. Du bist doch ein Gökko. Nix. Gökko-Katscher. Kukatscher. Wie heißt der? Mann, Goiko-Katscher, der Huren. Goiko, genau. Der ist mir so beschissen egal, der Wichser. Entschuldigung. Hallo. Aber. Wir die Wobal, mein Freund. Wobal. Bitte keine wobalen Ausdrücke. Alles klar, Anna. Die Wobal, Opfer. Achso. Hast du gerade leise geredet? Tut mir leid für diese türkischen Ohren. So ein Penner bist. Du weißt ganz genau, dass ich Deutscher bin. Bloß mit türkischem Migrationshintergrund halbwegs so. Ne? So nennt man das heutzutage. So ist es. Habe ich einen deutschen Pass, mein Freund? Ja klar, nein. Zwei oder drei. Falls. Paar gefälschte. Ja, komm. Brauche ich nicht sowas. Ich bin kein Pole, so wie du, der das einfach nur versteckt hier. Der das, Marvin Nikolaj, sag, wo bist du? Tja, Marvin. Hallo. Auch Grüße von mir. Louis, hier. Hab so dich auch lieb. Pisser, Renn! Die Maria. Nein, der Maria. Das ist ein dreckiger Ficker. Ist das? Und der stirbt. Ich kann den nicht reinmachen, Mann. Ohne Spaß. Gomez, was ist bei dir los in deinem Hut? In deinem Hut? Aber Gomez, endlich machst du meinen rein. Ach, du bist doch bescheiden, ehrlich jetzt. Ich will auch meinen reinmachen hier. Oh. Ich will auch mal einlochen. Ja, loch mal rein, ja. Higuain, komm schon. Bam, und nicht so ein Kackding. Nicht so ein dreckiger Rüberleger, du Wichser. Hat er rübergelegt? Nee. Seine war auch geil, aber trotzdem. Oh, ich hätte rüberlegen können. Jo, kein Ding. Das ist so ein Ferkel. Ich wollte auch, ey. Ich hab, ich hab's extra unterdrückt hier. Sind hier unter uns. Ja, gucken nämlich ein paar Leute zu. Nein. Niemals, Mann. Hallo, liebe Zuschauer. Niemals, Mann. Sagt er auch noch eiskalt. Cold is ass. So, jetzt bin ich im Moment gerade wieder zurückgekommen, aber das sah letztes Mal nicht so gut aus. Trotzdem. David Luiz, Mann, der ist so ein Hurensohn. Tut mir leid. Komm schon. So ein überbauter Wichser. Dreckiger Bonsemann. Bonsemann. Ja. Wie wird das im Wiegen? Sauber, ach, komm schon. Schwixen oder dir? Schön. Schön, Jungs. Oh, nein, du lässt den eiskalt durch. So, 2-1, aber ich glaube, der geht echt noch was diesmal. Bitte, Mann, bitte lass mich nicht verlieren, Papa. Ja, ohne Scheiß. Dritte Niederlage in Folge, das geht gar nicht. Und denken ja langsam, ich bin schlecht. Das geht ja nicht. Ach, sorry. Du bist voll gut, Mann. Du bist voll der Beste. Bester Mann. Ja, Mann, danke. Ja, jetzt übertreibe ich nicht. Okay, danke. Bitte. Zack, zack, zack. Ping-Pong hier. Zack. Und eine Sedan-Roulette. Die zwei. Nicht wirklich was bringt, Mann. Das wäre ein Pass wieder gewesen, ey. Puyol, ey. Der fängt mit seiner fetten Haarpracht einfach, nur weil er die Haare schön hat.
fängt er den dreckigen Ball einfach ab. Kann doch nichts, das ist doch nur wegen seinen fetten Haaren. Ja, ist auch so. Die Leute, die Stürmer oder keine Ahnung, die sehen und dann haben die Angst. Was für Haare? Nein, die fressen mich auf. Die haben ein Eigenleben und dann... Kein Wunder, dass die dann nicht mehr was hinkriegen. Mann, Gomez. Jetzt schon süß. Piqué, sag ich schon. War das sogar, glaube ich? Glaube ja, ja. Aber ich meinte eigentlich mein Pepe. Ey, Jungs. Jungs, Mädels, Käsebrote. Habe ich schon mal gesagt, ey. Fällt mir gerade so ein. Lol, lol, lol. Nee. Verrückterweise. Was war doch knapp, sei es Vierter. Der Ball kommt doch von Gegner, du Hundefick. Referee. Ja, Mann. Hallo, Regie. Grüße, liebe Grüße, Herr Regie. Wie du siehst. Also, ich hab. Ich glaube, hast du schon mal einen Let's Player Turk gesehen, außer ihm jetzt? Und das außer mir jetzt halt? Ich mit ihm nicht. Ja, ohne Scheiß. Regie, wir haben was gemeinsam, Digga. Nee, Spaß, Digga. Nein, aber falls du mal in 800 Jahren, wenn wir mal vielleicht ein bisschen ja, erfolgreicher sind und du vielleicht ein paar mehr aussagen und du das Video dann sehen solltest, Grüße, Kannst Abi. Du gerne mal uns abonnieren. Ja, dann ja. Das wäre nett. Aber das ist dir nicht erlaubt, okay? Also nicht das. Aber nee, Grüße. Du machst geile Videos, ohne Scheiß. Ja. Aber ein bisschen und mehr Grüße Video, auch aber... an Modern Consumer. Wir werden ja, dich nämlich, wir haben beide hier auch deine Veranstaltung. Ich weiß nicht, wer jetzt von uns noch. Vielleicht denke ich mal noch welche, ja. Aber wir ja, haben zumindest, das weiß ich gerade. Ja, wir haben. War einer der ersten, der sich angemeldet hat. Ja, ich weiß, du hast mich auch eingeladen und ja, der Basti hat mich dann auch eingeladen. Und lieber Basti, wir werden natürlich da sein. Bitte mach es. Mach es doch. Was ist das denn? Sag mal, spinnst du oder was? Das sollte doch. Na was? Diego Sosa, na was? Wie heißt der noch? Jesus Navas. Na was. Jesus. Wie dumm das ist einfach. Jesus Navas. Ja, wird doch süß. Das ist der nette Jesus. Hat sich auch komisch an, ich weiß. Was? Ey! Der verreckt hier doch. Der gute Bonsmann. Jesus Navas. Wie komme ich eben auf Diego? Diego Navas. Diego, vielleicht ist es sein Cousin oder sein Bruder oder sein Joint. Oder seine Mama. Wer weiß das schon. Meine beste Mama ist, Bruder, beste. Meine Mama ist auch Diego. Nicht. Bester Mann. Ey, ohne Kacker. Ohne Kacker? Ronaldo hätte mal echt sich ein bisschen reinhauen können. Der ey, Pepe! Geh doch nicht wieder so weit zurück. Ich wusste nicht, dass er so eine Gille produziert hier. Ganz ehrlich? Götze, du musst doch mal gegen David Luiz ein Kopfballduell gewinnen. Was bist du denn für ein kleiner Jude, Alter? Wir haben nichts gegen Juden, aber das ist... Du vergisst immer, dass ich aufnehme. Ich hab grad gelacht, weil... Ich auch nicht, das merke ich an meine Framerate. Und David Luiz und diese meinen gerade, die müssen hier einen kleinen 25er einlegen. Ja. Ach so. Ach komm schon, Mann. Ich komme ja ein bisschen nach vorne, ne, aber ich komme nicht richtig ran. Verdammt! Oh, Glück gehabt. Komm, du hast hier schon einen süßen Schuss, aber der kann auch mal ins Tor gehen, okay? Danke. Beim nächsten Mal, ne? Spanische Salate. Ah, ja, Mann, wie geil das einfach kam. Danke. Wieso aber Salat? Mit Salat findet man keine Freunde. Oh, mit Geld. Ja. Oh, Glück gehabt, dass so ein Gülle-Ding von Iniesta kam. Glatzkopf, Alter. Fast Glatzkopf. Nein, aber das hat der gute Alberto gesagt. Der Erl. Wer hat mal mit einem schönen Tor? Von dem kleinen Gomez. Weiß ich nicht, vergessen. Ja, nicht ja ganz schön, ne? Ja, ne? Oh, weifelt jemand! Oh, komm schon, Marcelo, aber Marcelo, leider Marcelo, 10 Meter Marcelo. Oh Mann, verdammt, der hätte ablegen können und dann mal ein Schüsschen hier, ein dickes Schüsschen, Mann. Aber nein, und der hat wieder so gute Gelegenheiten hier zu kontern. Ich gehe auch noch nach hinten und hebe das Abseits auf, ich Depp. Ronaldo hier erklärt. Ey Mann, das gibt's doch nicht, die hauen mich einfach weg hier. Nur wegen einer fetten Pujol, ey. Keine Abseits, die Fahne ist nicht oben, ihr Penner. Hau den Ball raus und... Meine Fresse, wer steht denn da? Ey. Also ohne Scheiß, ich hätte echt jetzt schon mal ein Tor machen müssen und der haut den wieder.
In Zeiten Ausgangs gibt es wieder Einwurf hier für den Pansen Joe. Joe Cocker. Nee, Mann. Nicht der Cocker. Wenn dann Ulla Cock anbringt. Cognito. Ja, Mann. Ja, die laufen aber auch gar nicht, kann das sein? Wie wär's mal mit dir wieder ein bisschen? Oh, verdammt. Pizza, Pizza, Mann, Pizza. Ey, boah. Gott, komm, das war nicht was ist voll. Das für eine Laufbereitschaft? Die lahm hier richtig rum, oder? Ich hab die einfach mal ausgepowert. Der hat da noch Ausdauer da. Was ist da los? Was denn schon wieder? Martha, ich hasse Martha. Hol den Ball jetzt raus da. Ach nein, wirf nicht zum Gegner. Danke, hat er auch gemacht gerade. So, jetzt gönnt euch doch mal ein paar Sprints hier. Ronaldo. Nein, komm schon, wie schlecht. Abseits und der geht auch noch ins Seitenhaus. Alter, ey, ohne Scheiß, das kann es eigentlich quasi gar nicht geben. Ich hätte eigentlich eins machen. Und das pfeift echt ab, ey, das ist so lächerlich. Die dritte dreckige Niederlage in Folge und die unverdiente dritte, wie ich meine. Ohne Scheiß, was ist das für eine Gülle? Wie hast du verloren? 2-1, ist zwar besser als letztes Mal, aber trotzdem, was ist das? Das ist Schwachsinn, ist das? Ja, nicht so aufregend, ist nicht gut. Nee, ey, ich bin Choleriker, das weißt du ganz genau hier, das geht nicht klar. Was? Und schon wieder sehen wir, wunderschön, diesmal wieder 0 Punkte. Ich meine, immerhin muss man erstmal 0 Punkte kriegen. Man kann ja auch weniger als 0 Punkte kriegen, ne? Nämlich weniger als 0, ja. Genau. Da aber keine Scheiße, du Wurm. Und ja. Lass mich mal gerade schauen. Ich muss alle Spiele jetzt gewinnen, damit ich noch aufsteigen kann. Wie gesagt, Leute, wenn nicht, dann bin ich halt ein Noob, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich bin zu schlecht im Moment, tut mir leid. Aber ich muss den Kragen hier auch langsam mal zu Ende bringen. Hast du gerade verloren? Ja. Grüß mal die Leute, dein Mann hat's gerade gesehen. Hallo Leute, ich hab gerade verloren. Das stimmt. So viel drinne, was du uns gerade mitgeteilt hast, ey. Davor hab ich sie. Ja, ich weiß, das haben wir gehört im letzten Part, weil das ja. Das war richtig Schockiesel. Da hat mal der kleine Gomez auch mal wieder sein Tore gemacht, aber. Ja, natürlich, jetzt meint natürlich, er natürlich, ja, natürlich, das nein, machen wir mal, das macht man nicht. So ist es. Viel Spaß mit anderen Videos, die ihr jetzt vielleicht noch gucken werdet. Natürlich von OBGaming, oder? Natürlich auch von, vielleicht nicht. Vielleicht aber auch besser von... Ja, die sind ganz gut, habe ich gehört. Ich weiß es nicht. Nein, Quatsch. Ja, haut mal rein, Leute. Bis zum nächsten Part. Haut sein. Tschö. Sagt tschüss. Tschüss. Yo, peace. No. Peace.